Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal nicht zum Thema Home Assistant, sondern zum Thema Switchbot. Ihr seht es hier schon, um diese Geräte soll es heute gehen und Switchbot ist eine schöne Alternative für die Leute, die keine Lust auf einen riesen Smart Home haben, aber vielleicht doch das ein oder andere in ihrem Haushalt per Handy steuern möchten oder automatisieren möchten. Und da bieten sich die Geräte von Switchbot wunderbar an. Das ein oder andere lässt sich auch mehr oder minder gut in Home Assistant integrieren. Da gehe ich am Ende des Videos noch ganz kurz drauf ein, aber nicht mehr im gewohnten Detail. Sondern heute möchten wir uns mal einfach auf die Geräte von Switchbot konzentrieren und schauen uns mal die zugehörige App an und was damit alles möglich ist. Die Geräte wurden mir von Switchbot für dieses Video zur Verfügung gestellt. Vielen, vielen Dank an der Stelle schon mal dafür. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt einfach mal an, was mir hier geliefert wurde. Natürlich ist auch Switchbot beim Black Friday reduziert. Genauer gesagt, vom 19.11. bis 29.11. erhaltet ihr mit meinem Code sogar einen Rabatt von sagenhaften 35% auf alle Switchbot-Produkte. Auf Amazon gibt es somit noch einmal 8% auf die normalen 27% obendrauf und der Rabattcode ist im genannten Zeitraum sowohl auf Amazon als auch im Switchbot Shop gültig. Wer noch mehr über Switchbot wissen möchte, kann auch gerne mal auf Facebook in der deutschen Switchbot Gruppe vorbeischauen. Link dazu findet ihr ebenfalls wie auch den Rabattcode unten in der Videobeschreibung. Das Herzstück des Ganzen ist hier dieser Switchbot Hub Mini. Dieser wird mit eurem WLAN gekoppelt und bindet dann die ganzen Geräte, die über Bluetooth kommunizieren, in euer WLAN ein. Und darüber seid ihr dann in der Lage, mit eurem Handy das Ganze zu steuern bzw. das Ganze auch von unterwegs zu verwalten. So sieht der Switchbot Hub aus. Klein, weiß, schlicht, aber funktionell. Einfach nur ein USB-Anschluss auf der Unterseite. Einen Knopf an der Vorderseite und das war's. Mitgeliefert wird noch ein USB-Kabel, eine kleine Anleitung, that's it. Netzteil braucht man an der Stelle selber und ja, dann könnt ihr das Gerät einfach an diesem anschließen und seid fertig. Das ist das Gerät, was die meisten von euch sicherlich schon kennen und mit dem Namen Switchbot assoziieren. Das hier ist der Switchbot selber, also einfach ein kleines Gerät mit einem Servoärmchen, was ich per Bluetooth eben fernsteuern kann. Heißt, ich drücke am Handy auf den Knopf, der Arm geht raus, drückt meinen Taster, unter den ich das Gerät geklebt habe. Und ja, somit bin ich eben in der Lage, sämtliche Nicht-Smart-Geräte in irgendeiner Form doch smart zu machen. Das ist also vielleicht nicht unbedingt die schönste Variante, wie zum Beispiel, wenn ich einen Lichtschalter tausche, aber für die Leute, die eben keinen Lichtschalter tauschen möchten, ist das sicherlich zumindest eine Alternative und mal einen Blick wert. Schauen wir uns auf jeden Fall gleich noch an. Das Ganze gibt es einmal in Schwarz und einmal in Weiß. Und was man auf jeden Fall sagen kann, der Switchbot hat auf jeden Fall einen relativ angenehmen Formfaktor. Von der Größe ist er ziemlich überschaubar, was ich etwas schade finde, dass er doch noch relativ dick ist. Also er könnte noch ein bisschen kleiner sein. Ist aber vollkommen in Ordnung. Dann darf natürlich in keiner Smart Home Serie in irgendeiner Form ein Bewegungsmelder fehlen. Auch diese gibt es natürlich von Switchbot erhältlich. Auch diese lassen sich dann in das System mit dem Hub kombinieren und daran könnt ihr dann beliebige Aktionen wieder anhängen, wie zum Beispiel eben, dass so ein Switchbot schaltet. Auch der Bewegungsmelder kommt in einem schlichten Weiß daher. Auf der Oberseite finden wir den Pairing-Button und auf der Unterseite und der Rückseite haben wir hier diese Befestigungslöcher. Diese sind hier für den Standfuß gedacht. Der hat hier oben auch so einen schwenkbaren Knubbel obendrauf, wo wir eben den Bewegungsmelder einfach draufdrücken können. Und auf der Unterseite, die Bodenplatte, diese lässt sich mit einem leichten Dreh auch entfernen. Und diese können wir dann durch die zwei kleinen Löcher, ich weiß nicht, ob man sie erkennen kann, auf jeden Fall sonst, wenn man sie nicht verkleben möchte, auch vielleicht irgendwo anschrauben oder so. Ebenfalls hat der Fuß hier auf der Mitte auch noch einen Magneten. Das heißt, der Bewegungsmelder ließe sich zum Beispiel auch, wenn eure Kühlschranktür aus Metall ist, zum Beispiel an der Kühlschranktür befestigen. Wo wir schon bei Sensoren sind, es gibt auch einen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmesser. Diesen seht ihr hier. Auch da schauen wir mal eben kurz rein. So sieht das Ganze aus. Hier vorne einfach in großen, gut lesbaren Ziffern können wir dann Temperatur und Luftfeuchtigkeit von dem Display ablesen.
Auf der Rückseite haben wir hier unten das Batteriefach und hier oben dann wieder den Pairing-Button. Ja, und viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Dann gibt es hier noch dieses kleine Gummibeinchen. Das lässt sich hier auf der Rückseite in den Griff vom Batteriefach einfach einklippen. Und dann kann ich diesen Temperatursensor zum Beispiel auch so schräg hinstellen, wenn mir das besser gefällt, als ihn gerade auf den Tisch zu stellen. Als nächstes haben wir hier diese Taster und das sind Zweiwegtaster. Das heißt, wir haben einmal zum Beispiel für rauf und für runter bei Jalousien oder wo auch immer wir diese Taster einsetzen möchten, die Möglichkeit eben direkt zwei unterschiedliche Funktionen auf diesen Taster zu legen. Ja, so sieht der Taster also dann aus. Schön klein und kompakt, der ist auch relativ flach und lässt sich somit eigentlich überall, wo man ihn braucht, hinkleben. Und dann hat man eben hier auf der Vorderseite zwei Tasten, die man einzeln und individuell belegen kann. Ebenfalls im Switchboard-Programm enthalten sind hier diese Fenster- und Türkontakte. Ja, und so sehen die Fenster- und Türkontakte dann ausgepackt aus. Auf der Rückseite findet ihr direkt fest drauf das beidseitige Klebeband von 3M. Dieses ist im Übrigen bei allen Switchboard-Produkten immer dabei. Wenn es nicht schon montiert ist, dann liegt es auf jeden Fall in der Packung. Und ihr habt sofort die Möglichkeit, das Ganze mit so einem beidseitigen Klebeband irgendwo an die Wand oder wohin auch immer zu kleben. Hier haben wir auf der Vorderseite hier diesen Pairing-Button, auf der Rückseite das Batteriefach und hier drin ist eh nur der Magnet. Das war's. Ja, und last but not least, der Curtain von Switchboard. Also ein Motor für eure Gardinen, um diese smart zu machen. Auch dieser kommuniziert via Bluetooth und lässt sich eben auch so in das ganze Ökosystem von Switchboard integrieren. Auch das schauen wir uns natürlich im Detail noch an. Ja, und so sieht das Ganze jetzt erst einmal aus. Hier, wo das Papprohr jetzt gerade noch für die Transportsicherung drin ist, da kommt nachher die Gardinenstange rein. Das Ganze lässt sich dann hierüber auch frei einstellen an eure Gardinenstange. Hier haben wir dann ein Rädchen, welches eben vom Motor angetrieben wird, wodurch der Bot auf der Gardinenstange hin und her läuft und eben eure Vorhänge auf- und zumacht. Damit das Ganze sauber läuft, sind hier auf der Oberseite auch nochmal kleine Röllchen untergebracht. Und auch ansonsten wird hier sehr viel Zusatzmaterial zur Montage direkt mitgeliefert. Achtet bei der Bestellung darauf, den Switchboard Curtain, den gibt es auch noch für andere Gardinensysteme. Es gibt ja nicht nur die Gardinenstangen, es gibt ja auch diese Trägersysteme für diese T-Schienen und sowas. Und auch dafür gibt es hier die entsprechenden Aufsätze. Da muss man nur eben bei der Bestellung entsprechend drauf achten. Ich würde sagen, wir koppeln jetzt erst einmal den Hub mit unserem WLAN und dann binden wir mal die Geräte nacheinander ein und schauen dann, was damit alles möglich ist. So, ich habe jetzt schon mal hier alle Geräte parat gelegt. Der Switchboard Hub hat auch schon Strom über ein USB-Netzteil. Und ich würde sagen, ich blende euch hier jetzt mal das Ganze ein und dann binden wir die ganzen Geräte in die Switchboard-App ein. Dafür liegt mein Handy schon hier, die App ist bereits installiert und ich würde sagen, wir legen direkt los. So, hier seht ihr jetzt die Switchboard-App, die starten wir mal und dann fragt ihr uns jetzt erstmal, ob die Switchboard-App den Gerätestandort erlauben darf. Ich sage jetzt mal bei Benutzung der App und dann findet ihr auch sofort den ersten Bot D4. Dabei würde es sich wahrscheinlich um diesen Bot hier handeln, denn das ist der einzige, wo ich jetzt erstmal die Batterie drin aktiviert habe. Und diese werden somit automatisch von der Software über Bluetooth gefunden. Das heißt, hier habe ich jetzt die Möglichkeit, einfach mal drauf zu drücken. Und dann seht ihr, fährt das Ärmchen raus und fährt wieder rein. Wenn man das jetzt hier nicht sehen konnte, ich halte ihn einmal so in die Kamera. Und wenn ich jetzt hier auf dem Handy den Taster drücke, dann seht ihr, kommt der Arm einmal raus und fährt wieder rein. Das heißt, für die Switchboards muss ich eigentlich gar nichts machen. Die werden automatisch erstmal schon mal von der App erkannt. Dann habe ich jetzt hier noch diverse Möglichkeiten, das Ganze zu automatisieren. Ich kann zum Beispiel über Schedule einen Zeitplan hinterlegen, wo ich sagen kann, dieser Switchboard soll zum Beispiel um 14:45 automatisch einmal schalten. Bevor wir uns jetzt die einzelnen Einstellungen ansehen, würde ich sagen, binden wir aber erst einmal die anderen Geräte ein.
Fangen wir doch einfach mal mit diesem Tür- und Fensterkontakt an. Und zwar sage ich jetzt hier oben einfach mal Plus. Und jetzt muss ich mich als allererstes mal hier an dieser App registrieren. Also sage ich hier unten Sign Up. Und dann sagen wir jetzt hier einfach mal support@smarthomeyourself.de. Dann trage ich jetzt hier mal ein Passwort ein und dann melden wir uns einmal am System an. Daraufhin werde ich jetzt nochmal nach einem Verification Code gefragt. Dieser wird mir also nun per E-Mail zugesandt. So sieht die E-Mail dann aus. Also geben wir ein 631747, sagen OK. Unser Konto ist verifiziert und somit haben wir jetzt auch hier den All Devices Reiter oben in unserer Anwendung bekommen und können jetzt unsere Geräte hinzufügen. Jetzt seht ihr oben schon, er scannt nach Geräten in der Nähe, die er über Bluetooth erreichen kann. Und alles, wo ich jetzt schon eine Batterie drin habe, diese Geräte werden auch entsprechend schon gefunden. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit dem Hub Mini. Klicken wir also einmal darauf und jetzt sagt er Long Press the Button of the Top. Also wir drücken jetzt hier einmal für 3 Sekunden den Knopf an unserem Hub. Dann fängt dieser an zu blinken und jetzt sagen wir hier einmal Next. Er hat unseren Hub gefunden und jetzt müssen wir hier unsere WLAN-Daten eintragen. Das mache ich einmal. So, unser Hub Mini ist online, das hat also schon mal funktioniert. Machen wir jetzt direkt weiter mit den nächsten Geräten. Wenn wir auf Bot Nearby gehen, da sehen wir ja schon, da haben wir unseren Switchbot immer noch drin. Heißt, da müssen wir uns erstmal nicht drum kümmern. Insofern, ich würde sagen, wir machen jetzt mal weiter mit unseren Fenster- und Türkontakten. Klicken wir also wieder hier oben auf Plus. Und dann sehen wir hier auch schon Kontaktsensor, diesen wähle ich mal aus und da heißt es jetzt, wir sollen diesen Knopf 2 Sekunden lang drücken, das mache ich jetzt auch mal. Und dann seht ihr, fängt die LED wieder schnell an zu blinken, ich klicke hier auf Next. Die LED hört sofort auf zu blinken, wir können jetzt hier unserem Sensor einen Namen geben, ich sage Speichern. Da müssen wir hier noch einen Hub auswählen, ich habe nur den einen, insofern fällt die Auswahl recht leicht. Wir sagen mal, es handelt sich um ein Fenster. Dann kriegen wir hier noch einmal erklärt, wie das Ganze zu montieren ist. Das überspringe ich jetzt mal und wir sind fertig. So, jetzt habe ich den Kontakt weggenommen. Er sagt in der App Open und wenn ich jetzt den Magneten wieder daneben platziere, dann wechselt der Status in der App auch wieder auf Closed. Die ersten 2 Versuche haben nicht geklappt, aber er scheint einen Moment zu brauchen, um sich erstmal einzurichten. Aber wie ihr seht, der Fenster- und Türkontakt funktioniert schon mal. Kommen wir jetzt zu unserem Bewegungsmelder. Also, gleiches Spiel, wir klicken auf Plus, wählen hier oben den Motion-Sensor, den er bereits erkannt hat. Auch hier müssen wir jetzt wieder den Knopf an der Oberseite für 2 Sekunden gedrückt halten. Dann fängt die LED an der Vorderseite an zu blinken. Wir sagen Next. Ich lasse jetzt mal Name und Raum wie immer einfach so stehen. Das Ganze müssen wir wieder einem Hub zuweisen. Kriegen nochmal die Montage erklärt. Dann fragt er uns, ob wir ein Haustier haben. Ich sage jetzt mal ja, ich habe eine Katze. Und dementsprechend wird die Anleitung angepasst an die Existenz dieses Haustieres. Dann können wir noch die Sensitivität dieses Bewegungsmelders einstellen. Ich sage weiter und die Einrichtung davon ist ebenfalls abgeschlossen. Als nächstes hätten wir dann hier unser Thermostat. Auch das binden wir wieder ein. Das wäre Mieter. Wir wählen das aus. Wir haben jetzt hier auf der Rückseite unseren Taster und sollen den jetzt drücken, bis das Display blinkt. Also drehe ich das Ganze mal um und drücke jetzt hier den Knopf. Und dann seht ihr hier oben eventuell das Bluetooth-Logo blinken, also klicke ich jetzt auf Next. Da ist das Mieter auch schon, ich sage Next, sage OK. Und wir sehen in der App 21 Grad, 63% Luftfeuchtigkeit. Dann haben wir hier jetzt noch diesen Taster, auch den möchten wir noch einbinden. Da sehen wir auch schon Remote, den wählen wir aus. Und jetzt sollen wir beide Tasten für 2 Sekunden gedrückt halten, das machen wir auch. Dann piept es sogar kurz und auf der Unterseite blinkt eine LED. Ich sage wieder Next. Remote ist gekoppelt. Wir sagen weiter und sind auch damit fertig.
So, und das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind hier unsere Switchbot Curtains. Und um die beiden kümmern wir uns jetzt auch direkt. Ich nehme wieder mein Handy, klicke hier oben auf Plus und jetzt sehen wir hier oben auch schon Curtains 2. Ich tippe hier einmal drauf, dann müssen wir wieder unsere Taste auf der Rückseite gedrückt halten. Die LED blinkt, ich sage Next. Curtain 0C wird gefunden, ich sage Next. Jetzt werden wir hier gefragt, hier seht ihr auch nochmal die drei möglichen Montagevarianten. In meinem Fall ist es ein Rod, also dieses Rohr, also eine normale Gardinenstange. Hier können wir jetzt sehen, welche Variante, in meinem Fall ist es die untere. Ich habe hier diese Grommet-Variante. Dann bekommen wir noch einmal gezeigt, wie das Ganze jetzt zu montieren ist. Alles wie immer schön Schritt für Schritt gezeigt. Ja, und dann seht ihr, haben wir unterschiedliche Open- und Close-Modes. In unserem Fall, wir haben rechts und links Gardinen am Fenster. Insofern aus der Mitte heraus öffnen. Und jetzt sagt er, wir brauchen zwei Curtains. Die haben wir hier auch. Also sagen wir, ich möchte jetzt erst einmal weitermachen und dann können wir hier auch direkt sagen, wir möchten einen weiteren Curtain hinzufügen. Das machen wir, nehmen uns den zweiten, halten auch hier jetzt unsere Taste gedrückt, sagen Next. Und jetzt findet er Curtain 6F. Wir sagen wieder Next. So, und somit seht ihr jetzt, auf der linken Seite ist unser Curtain 0C, auf der rechten Seite der Curtain 6F. Und diese öffnen und schließen also aus der Fenstermitte heraus. Wenn ich jetzt hier sage Go to Calibration, dann müssen jetzt die beiden Curtains erstmal am Fenster montiert werden, damit wir das Ganze auch kalibrieren können etc. Das ist also ein etwas ausgiebigerer Schritt, den ich jetzt nicht Schritt für Schritt hier durchgehen möchte. Aber damit ihr das mal gesehen habt, hier kann man auf jeden Fall dann die Fahrwege dann einzeln justieren. Das würde ich gleich im Anschluss einmal machen und euch dann das Endergebnis vorstellen. Die Curtains sind auf jeden Fall jetzt beide integriert. Und wenn wir jetzt hier oben uns das Logo vom Curtain mal ansehen, dann sehen wir auch, in dem kleinen Kreis ist mit der 2 markiert, dass es sich hierbei eben um zwei Motoren in einem Gerät handelt. Das heißt, er behandelt diese beiden Motoren als ein Gerät. Und wenn wir sagen, Vorhang auf, dann entfernen die beiden sich voneinander. Dieser fährt nach rechts, dieser nach links, um eben die Vorhänge zu öffnen. Und genauso beim Schließen wieder andersrum, dass diese beiden wieder nach innen fahren, um die Vorhänge zu schließen. So viel erstmal zum Einbinden der Geräte und was da alles so zu machen ist. Schauen wir jetzt einmal noch kurz in der App, was wir alles für Möglichkeiten haben, diese Geräte jetzt miteinander zu verbinden und zu automatisieren. Ich werde nicht auf alle Möglichkeiten eingehen, das würde das Video um Welten sprengen, aber ein paar kurze Beispiele möchte ich euch doch mal eben kurz zeigen. Nehmen wir dazu einfach mal hier diesen Switchbot und den würde ich sagen, steuern wir jetzt mal auf unterschiedliche Art und Weise. Ich lege den jetzt hier einfach mal so vor mich und wir fangen mal an mit dem Taster. Ich klicke jetzt hier einfach mal auf Remote und jetzt sehen wir hier die beiden Taster, den oberen und den unteren. Wenn ich jetzt den oberen einmal auswähle, dann kann ich hier direkt sagen, welches Gerät möchte ich denn damit steuern. Sagen wir mal zum Beispiel den Bot. Und zwar soll der Bot gedrückt werden, also der hat ja nur den Status Press. So, und wenn ich jetzt hier diesen Taster betätige, dann seht ihr, schaltet auch sofort der Switchbot. Wenn man es so nicht gut sehen konnte, machen wir es so noch einmal. Ich drücke den Taster und der Switchbot löst sofort aus. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, diesen Taster ebenfalls mit einer Funktion zu belegen und könnten jetzt hier zum Beispiel die Curtains auswählen und können dann sagen, er soll diese auf 50% fahren. Die sind jetzt noch nicht kalibriert, von daher bin ich nicht ganz sicher, ob er das wirklich machen würde, aber wir versuchen es mal. Nein, das macht er aktuell noch nicht. Einfach aus Selbstschutz, um die Geräte zu schützen. Diese müssen erst von den Fahrwegen kalibriert sein, damit er überhaupt auch erstmal weiß, wo sind denn überhaupt die 50%. Heißt, das können wir uns nachher im Anschluss angucken. Das wäre auf jeden Fall so eine Möglichkeit für diesen Remote und ich würde sagen, wir programmieren den jetzt einmal nochmal eben um. Und zwar sagen wir, der eine Taster, der soll unsere Curtains öffnen. Und hier resetten wir jetzt und sagen, der andere Knopf soll unsere Vorhänge schließen. So, und damit wäre der Taster schon mal auf diese beiden Motoren eingestellt. Und darüber können wir nachher,
wenn ich die montiert habe, unsere Vorhänge auf- und zumachen. So, betrachten wir jetzt einmal die Kombination Switchbot und der Fensterkontakt. Diese beiden möchte ich jetzt zum Beispiel einmal automatisieren. Dafür gehe ich mal auf den Fensterkontakt und wähle den Punkt Automation. Dann können wir hier eine Szene anlegen, wo wir jetzt eine Bedingung und eine Action erzeugen können. Das ist also wie eine Automatisierung im Home Assistant. Wir können jetzt einfach als Bedingung zum Beispiel sagen Kontaktsensor. Wählen hier oben nochmal Kontakt und sagen, die Bedingung soll sein, dieser Kontaktsensor ist geschlossen oder wird geschlossen. Und dann haben wir mit AddAction die Möglichkeit, eine Aktion auszulösen. In dem Fall jetzt unseren Bot D4. Das ist hier dieser Switchbot. Und der soll dann gedrückt werden und fertig ist unsere Automatisierung. Ich bestätige das Ganze jetzt einmal. An der Stelle kurz erwähnt, was dazu notwendig ist, ist, dass ihr in den Einstellungen eures Bots hier den Cloud-Service aktiviert. Das müsst ihr zusätzlich noch tun. Standardmäßig sind die Cloud-Dienste bei allen Geräten erstmal inaktiv. Heißt, hier habe ich jetzt den Cloud-Service aktiviert. Genauso habe ich den Cloud-Server schon bei diesem Temperatursensor hier aktiviert. Diese Geräte müssen an die Cloud angebunden sein, damit damit Automatisierungen funktionieren. Wir öffnen den Fensterkontakt. Es passiert nichts. Wir sehen aber in der App, der Fensterkontakt ist geöffnet und er sagt jetzt auch Left Open. Und wenn wir jetzt den Kontakt wieder schließen, dann kriegt er das gar nicht mit. Ja, wenn wir es hier unten auf der Seite machen, scheint es besser zu funktionieren. Also er ist geöffnet und wenn wir ihn jetzt wieder schließen, dann sehen wir, schaltet auch unser Switchbot. Also so habt ihr zum Beispiel die Möglichkeit, an euer Fenster öffnen und schließen, Automatisierungen mit eurem Switchbot zum Beispiel auszulösen. Genauso könntet ihr natürlich auch die Curtains, also eure Vorhänge, auf- und zufahren oder was auch immer euch da gerade einfällt. Die Szenen findet ihr auch hier unten in der App nochmal in dem Szene-Menü und hier habt ihr genauso jetzt die Möglichkeit zu sagen, wir möchten eine Bedingung und sagen wir mal zum Beispiel Miete, Temperatur und wenn die Temperatur zum Beispiel die 26 Grad überschreitet, dann soll er ebenfalls einmal unseren Bot hier aktivieren. Das bestätigen wir. So, und wenn es jetzt hier in dem Raum über 26 Grad werden würde, dann würde der Switchbot eben einmal geschaltet. Muss jetzt alles keinen Sinn machen, aber einfach nur mal, damit ihr seht, was haben wir überhaupt für Möglichkeiten. So, und der Bewegungsmelder zum Beispiel taucht jetzt hier automatisch schon auf. Der hat übrigens keinen Cloud-Service aktiviert. Also die Fensterkontakte und die Bewegungsmelder funktionieren ohne Cloud, aber er zeigte mir kein einziges Gerät an, was ich ohne Cloud schalten kann. Das heißt, die Curtains und die Switchbots, die muss ich, wenn ich sie schalten möchte über Automatisierungen, auch in die Cloud bringen. Finde ich persönlich etwas unschön, aber vielleicht wird er ja noch nachgebessert. Hier können wir jetzt zum Beispiel sagen, wenn er Bewegung erkannt hat, dann soll eben hier eine Automatisierung ausgelöst werden. Und da können wir auch wieder unsere Aktion hinzufügen. Genauso haben wir hier aber auch die Möglichkeit zu sagen, er soll die Automatisierung auslösen, wenn für 3 Minuten keine Bewegung stattgefunden hat. Wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Taster habt und da den Switchbot vorklebt, könnt ihr beides als Auslöser da reinpacken und bei Bewegungserkennung würde der Taster einmal gedrückt, schaltet das Licht ein, hat er 3 Minuten keine Bewegung erkannt, würde der Switchbot nochmal auslösen und das Licht wieder ausschalten. Das wäre vielleicht so eine typische Automatisierung, wie man sie in einem Hausflur oder sonst wo vielleicht verwenden würde. Ja, wie ihr seht, dieses System von Switchbot bietet schon jede Menge, zumindest gerade interessant, wenn man keine Lust hat, einen extra Server aufzusetzen oder ähnliches, wie zum Beispiel für Home Assistant. Und ja, gerade für kleine Mietwohnungen oder ähnliches bietet sich so ein System sicherlich doch gut an. Ich würde sagen, ich schnapp mir jetzt mal eben noch hier die Motoren für die Gardinen und das probieren wir dann unten auch nochmal eben kurz aus und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, und hier an den Vorhängen sind jetzt die Curtains montiert. Und ich würde sagen, wie das aussieht, schauen wir uns jetzt einmal an. Ich blende euch als erstes einmal ein paar Bilder ein, wie die Montage hier oben im finalen Status aussieht. Als Erklärung dazu, oben diese Klemmen, die sind einfach notwendig, weil sonst der Motor überlastet ist, wenn diese Schlaufen, die die Gardine oben auf der Stange bildet, sich gerade ziehen, dadurch, dass der Motor vorne an der Gardine zieht,
dann verkanten diese sich auf dem Rohr und der Motor kann nicht mehr weiterlaufen. Oben mit diesen Klemmen wird dem entgegengewirkt. Dadurch werden diese Schlaufen, die die Gardine bildet, erhalten. Dadurch wiederum bleiben die Ringe relativ gerade auf der Stange und der Motor schafft es, die Gardine zu schließen. Da habe ich jetzt das Problem, dass die Vorhänge darauf nicht ausgelegt sind. Die müsste ich eigentlich wirklich ganz auf Spannung anziehen, damit diese hier ganz schließen könnten. Deshalb, das dient hier alles nur der Veranschaulichung. Wir probieren jetzt einfach mal aus, wie das Ganze funktioniert. Wir haben ja eben diesen Button hier konfiguriert mit den beiden Curtains. Und ich drücke jetzt hier einfach mal auf den Knopf. Und ihr seht, die Motoren oben laufen los und öffnen erstmal die Gardinen. Das Öffnen funktioniert auch reibungslos. Das Schließen ohne diese Klemmen oben hat nicht funktioniert, aber mit den Klemmen oben drauf versuchen wir auch das jetzt noch einmal. Und ich denke, das sollte an sich auch funktionieren. Warten wir mal ab. Man hört schon, die Motoren haben beim Schließen natürlich wesentlich mehr zu kämpfen. Der Anschlag, den habe ich jetzt hier auch so konfiguriert, wie gesagt, weil die Vorhänge nicht auf ganz zuziehen ausgelegt sind. Dafür bräuchten wir hier eine Schlaufe mehr. Aber vom Prinzip her würde das sonst, wenn die Gardinen breit genug wären, natürlich auch funktionieren. Das war's erstmal zur Switchboard-Produktreihe. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen und ihr konntet mir bis hierhin folgen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, stellt sie mir wie immer gerne unten in den Kommentaren. Oder kommt gerne bei uns auf dem Discord vorbei. Link blende ich hier ein, findet ihr auch nochmal oben in der Infobox. Und der Discord lohnt sich diesmal gleich doppelt. Genauer gesagt dreimal. Denn erstmal werden auf unserem Discord wie immer natürlich viele interessante Themen rund um Home Assistant, Arduino, Raspberry Pi, 3D-Druck und diskutiert. Aber das Gewinnspiel veranstalten wir diesmal auch auf dem Discord. Heißt, das Einzige, was ihr tun müsst, ist: abonniert diesen Kanal, schreibt einen Kommentar unter diesem Video und auf dem Discord wird unser Bot in dem News-Kanal 3 Gewinnspiele bereitstellen. Heißt, wechselt auf unseren Discord, geht in den News-Kanal und da findet ihr dann diese 3 Gewinnspiele, wo ihr einfach nur auf ein Emoji unter dem entsprechenden Gewinnspiel, an dem ihr teilnehmen möchtet, einmal draufklicken müsst und schon seid ihr in der Verlosung drin. Ihr könnt natürlich an allen 3 Verlosungen teilnehmen, aber ich habe gedacht, das hier alles in ein Paket zu packen, fand ich ein bisschen doof. Ich habe gedacht, wir teilen das ein bisschen auf und zwar wie folgt. Einmal, diese beiden Gardinenmotoren sind Paket Nummer 1. Diese lassen sich im Übrigen auch in Home Assistant einzeln einbinden. Heißt, dafür braucht ihr keinen Hub. Diese werden von Home Assistant sofort gefunden, wenn ihr einen Bluetooth-Stick oder einen Bluetooth-Chip in eurem Home Assistant integriert habt, dann habt ihr die Möglichkeit, diese Geräte sofort einzubinden, einfach die Switchboard-Integration installieren, dann nach Geräten suchen und diese listet euch, wenn die Geräte in Reichweite sind, diese auch auf. Das ist bei mir so ein bisschen das Problem, weshalb die Geräte für mich, für Home Assistant, einfach uninteressant sind, denn mein Server steht hier oben unterm Dach und die Gardinen hätte ich gerne unten im Erdgeschoss. Funktioniert bei mir nicht. Insofern viel Spaß an den glücklichen Gewinner schon mal an dieser Stelle. Das ist auf jeden Fall Paket Nummer 1. Kommen wir zu Paket Nummer 2. Das sind hier diese 4 Switchboards. 2 in weiß, 2 in schwarz. Die packe ich in ein Paket und diese gehen an Gewinner Nummer 2. Auch diese sind von der Home Assistant Integration direkt zu integrieren. Heißt auch hier gleiche Bedingung, solange ihr ein Bluetooth bei euch im Home Assistant installiert habt und die Geräte in Reichweite sind für euren Bluetooth-Empfänger im Home Assistant, dann könnt ihr diese Geräte auch ohne Hub über Home Assistant nutzen. Kommen wir zu Paket Nummer 3 und das ist dann für alle Leute interessant, die eben kein Home Assistant nutzen, aber sich das gerade im Video gezeigte so zu Hause einrichten möchten, einfach als kleines Switchboard-System. Und für diese gibt es einmal den Hub, denn der ist natürlich notwendig dafür, dass wir das ganze System so betreiben können, wie wir es gerade im Video gesehen haben. Zusätzlich gibt es dann hier diesen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor. Dann haben wir hier
zweimal den Tür- und Fenstersensor, einen Bewegungsmelder und abschließend noch zwei von diesen Tastern. All das befindet sich in Paket Nummer 3. Ihr entscheidet selbst, an welchem dieser drei Gewinnspiele ihr teilnehmen möchtet oder gerne auch an allen dreien. Dann drückt ihr einfach bei allen drei Gewinnspielen auf das entsprechende Emoji unter dem Beitrag im News-Channel auf dem Discord. Und ansonsten, wie gesagt, Kanal abonnieren, kleinen Kommentar unter diesem Video. Und dann bleibt mir auch nicht mehr, als euch allen einfach nur noch die Daumen zu drücken und euch viel Glück bei dem Gewinnspiel zu wünschen. Das soll es an der Stelle dann mit diesem Video auch gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen hoch. Abonniert, falls noch nicht geschehen, den Kanal und klickt auf die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Verabschiede mich hiermit und sag einfach bis zum nächsten Video. Ciao!